Herzlich willkommen zum Kanal Auferstanden. Reden wir über Impfstoffe. Ein etwas anderes Thema als das, was wir sonst hier auf dem Kanal behandeln. Warum ist es überhaupt notwendig? Impfen ist doch sinnvoll. Es schützt dich, es schützt andere. Und je schneller möglichst viele Menschen durchgeimpft sind, desto schneller kommen wir aus diesem elenden Lockdown wieder raus. Es verbreiten sich zurzeit sehr viele Mythen rund um die neuen mRNA-Impfstoffe, zum Beispiel, dass sie die DNA der Geimpften ändern. Ich will ja kein Video machen, wie mRNA-Impfstoffe funktionieren, dazu bin ich auch gar nicht qualifiziert, aber ich werde hier oben rechts auf ein Video verlinken vom Molekularbiologen Faisal Rana, ein christlicher Molekularbiologe. Er erklärt so auf Englisch, aber auch für Laien anschaulich und leicht zu verstehen, warum an diesen ganzen Verschwörungstheorien nichts dran ist. Wir können also davon ausgehen, dass diese neuen mRNA-Impfstoffe von BioNTech, Pfizer und von Moderna sicher sind und dass sie uns nicht in willenlose Zombies verwandeln. Und in diesem Video will ich verdeutlichen, warum diese Impfstoffe auch ethisch die bessere Alternative sind. Auch wer meint, dass man mit der Impfung einen Chip verabreicht bekommt, sollte sich erst einmal anschauen, wie eine Spritze aussieht, die zum Implantieren von Chips verwendet wird. Wenn bei der Covid-Impfung mit so einer dicken Kanüle unter der Haut herumgepopelt wird, das hätten wir ganz sicher längst erfahren. Ja. Aber wieso kommt es zu ethischen Problemen? Rufen wir uns noch einmal in Erinnerung, was wir alle vermutlich irgendwann einmal in der Schule über Vektorimpfstoffe gelernt haben, wie Vektorimpfstoffe funktionieren. Es fängt an mit einem Ei. Ein ganz normales Hühnerei. In das Ei werden lebende Viren eingeimpft, injiziert. Die vermehren sich im Ei und vermehren sich und vermehren sich und schließlich hat man ein Ei ganz voll mit Viren. Diese Viren werden nachher von den verbleibenden Zellen vollständig getrennt, abgetötet und zu Impfdosen verarbeitet. Das menschliche Immunsystem lernt dann durch die abgetöteten Viren im Kreislauf Antikörper herzustellen. Viele Impfstoffe werden weiterhin genauso produziert, aber nicht alle. Und vielleicht habt ihr euch schon gefragt, was das Ganze mit dem christlichen Glauben zu tun hat. Als Christen sollten wir für den Schutz des ungeborenen Lebens einstehen. Zur Produktion einiger Impfstoffe werden keine Hühnereier mehr genommen, sondern anderes Gewebe. Und das lernt man in der Schule so leider nicht. Hier ein Artikel aus dem Spiegel aus dem Jahr 2017, wie eine Abtreibung dabei half, Millionen Leben zu retten. Ich fasse das kurz zusammen. Im Jahr 1962 hat man in Schweden ein gesundes Baby abgetrieben und nach der Abtreibung die Lunge entnommen. Die Zellen aus dem Lungengewebe brachte man dazu, sich zu teilen und daraus hat man dann die menschliche Zelllinie WI38 geschaffen. Diese Zelllinie, die ist in Laboren immer weiter geteilt und geteilt worden, millionenfach. Und anstatt Hühnereier zur Vermehrung der Viren zu nutzen, hat man stattdessen Gewebe aus der Zelllinie verwendet. Damit sind beispielsweise Impfstoffe gegen Masern und Röteln gewonnen worden. Dadurch wurden seitdem mehrere Millionen Leben gerettet. Aber ich hoffe, ihr erkennt das Problem, wenn ich als Christ davon ausgehe, dass das ungeborene Baby als Bild Gottes geschaffen wurde, dann ist sowohl diese Abtreibung als auch die Verwendung des Lungengewebes ethisch nicht vertretbar. Wir entnehmen ja auch nicht einfach so die Organe oder das Gewebe von Verstorbenen und nutzen das dann, um Leben von anderen Menschen zu retten. Die Organspender, die müssen schon vorher zu Lebzeiten ihre Zustimmung gegeben haben. Grundsätzlich halte ich Organspende auch für eine gute Sache. Wenn ich sterbe und meine Organe können das Leben von jemand anderem retten, dann bin ich der Letzte, der sich dagegen wehren würde. Kann ich dann auch gar nicht mehr. Hier, so einen habe ich, einen deutschen und einen holländischen. Je nachdem, in welchem Land ich abtrete, ist gleich der richtige Ausweis zur Hand. Aber eine Organspende wird eben nur mit Zustimmung durchgeführt. Alles andere ist ethisch nicht vertretbar. Wieso sollte es bei der Verwendung von Zelllinien in der Forschung also anders sein? Da der kleine Mensch, dessen Zelllinie bei der Forschung gebraucht wird,
Bei der Gewinnung eben dieser stirbt, ist eine Zustimmung in keinem Fall mehr möglich. Daher stelle ich die Verwendung von embryonalen und fetalen Zelllinien in der Forschung aus ethischen Gesichtspunkten generell in Frage. Neben der Zelllinie WI38 gibt es inzwischen zahlreiche weitere Zelllinien, die aus Abtreibungen von gesunden Föten stammen. Der Vektorimpfstoff von AstraZeneca wird basierend auf Zelllinie HEK293 produziert. Der Impfstoff von Johnson & Johnson, der wird mittels Zelllinie PERC6 hergestellt. Die mRNA-Impfstoffe von BioNTech, Pfizer und Moderna, die benötigen in der Produktion hingegen keine menschlichen Zellen. Wenn in der Produktion menschliche Zelllinien verwendet werden, dann kann man das direkt an den Beipackzetteln der Impfstoffe nachlesen. Das steht da alles drin. Andererseits herauszufinden, was in der Forschung und Entwicklung gemacht wird, das ist nicht mehr so einfach. Die Pharmaunternehmen, die halten sich da mit Informationen wesentlich bedeckter. Aber wenn jemand mal unter Eid aussagt, dann ist das einer von diesen Momenten, wo man Infos abgreifen kann. Das jetzt folgende Interview, das ist ein Ausschnitt aus einer gerichtlichen Befragung von Dr. Stanley Plotkin. Der ist einer der weltweit renommiertesten Impfstoffforscher. Um es vorab klarzustellen, es geht hierbei nicht um Covid-Impfstoffe. Worüber er hier spricht, das ist ein Impfstoff gegen Röteln. Ich kann auch keine Aussage darüber machen, ob es bei den Forschungen zu den Covid-Impfstoffen ähnlich abgelaufen ist. Es gibt darüber keine öffentlichen Informationen. Es ist lediglich ein Beispiel, wie die Impfstoffforschung konkret aussehen kann. In your work related to vaccines, how many fetuses have been part of that work? My own personal work, too. Two. So in all of your work related to vaccines throughout your whole career, you've only ever worked with two fetuses? In terms of making vaccines, yes. Yes. I'm gonna hand you. I'm gonna hand you what's been marked Plaintiff's Exhibit 41. Okay. Are you familiar with this article, Dr. Plotkin? Yes. Okay. Are you listed as an author on this article? Yes. Okay. This study took place at the Wistar Institute, correct? Yes. You were at the Wistar Institute, correct? Yes. How many fetuses were used in the study described in this article? Quite a few, but my answer to the previous question was, what did I use to make vaccines? And the answer was two. Can you read back the question I had asked? Just now? No, prior. In your work related to vaccines, how many fetuses have been part of that work? Answer, my own personal work, two. Okay. So I'm going to ask that question again. In your work related to vaccines, how many fetuses were involved in that work? There were only two fetuses involved in making vaccines. When fetal strains, fibroblast strains, were first developed, I was involved in that work trying to characterize those cells, but they were not used to make vaccines. Wasn't the purpose of this study to help develop
a human cell line or to support the use of human cell lines in the creation of vaccines? The idea was to study the cell strains from fetuses to determine whether or not they could be used to make vaccines. Okay. So this was related to your work? Well, yes, in a sense, to vaccines, correct? Yes. It was preparatory. Okay. So this study involved 74 fetuses, correct? Well, I don't remember exactly how many. Turn to page 12 of the study. Yeah, 76. 76. Mm-hmm. And these fetuses were all 3 months or older when aborted, correct? Yes. Okay. And these were all normally developed fetuses, correct? Yes. Okay. These included fetuses that were aborted for social and psychiatric reasons, correct? Correct. Okay. What organs did you harvest from these fetuses? Well, I didn't personally harvest any. But a whole range of tissues were harvested by co-workers. Okay. And these pieces were then cut up into little pieces, right? Yes. And they were cultured? Yes. Okay. Some of the pieces of the fetuses were pituitary gland that were chopped up into pieces to... Mm-hmm. Okay. Included the lung of the fetuses? Yes. Okay, included the skin? Yes. Kidney? Yes. Spleen? Yes. Heart? Yes. Okay. And tongue? I don't recall, but yeah, probably yes. So I just want to make sure I understand. In your entire career, and this was just one study, so I'm going to ask you again. In your entire career, how many fetuses have you worked with? Well, I don't remember the exact number, but quite a few when we were studying them originally before we decided to use them to make vaccines. Do you have any sense? I mean, this one study had 76. How many other studies did you have that you used aborted fetuses for? Oh, I don't remember how many. You're aware? Are you aware that one of the objections to vaccination by the plaintiff in this case is the inclusion of aborted fetal tissue in the development of vaccines and the fact that it's actually part of the ingredients of vaccines? Yeah, I'm aware of those objections. The Catholic Church has actually issued a document on that which says that individuals who need the vaccine should receive the vaccines regardless of the fact. And I think it implies that I am the individual who will go to hell because of the use of aborted tissues, which I am glad to do. So, da muss man schon mehr als nur einmal schlucken. In Deutschland ist die Verwendung der Zelllinien gesetzlich durch das Stammzellgesetz aus dem Jahr 2002 geklärt. Die Gewinnung neuer Zelllinien ist in Deutschland verboten. Der Import und die Vermehrung sind aber unter strengen Auflagen erlaubt. Die Abstimmung im Bundestag erfolgte damals ohne Fraktionszwang. Das heißt, jeder konnte nach freiem Gewissen seine Stimme abgeben. Das Gesetz wurde trotz teilweise heftiger Kritik von Abgeordneten von CDU, CSU, SPD, Grünen und sogar von der PDS von den Befürwortern letztendlich durchgeboxt. Wolfgang Wodak von der SPD nannte es damals einen bioethischen Eiertanz. Ich werde bei der ganzen Sache jetzt hier nicht weiter ins Detail gehen. Schaut euch einfach mal den Artikel auf der Webseite des Deutschen Ärzteblattes an. Entscheidung zum Stammzellgesetz. Die Tür steht einen Spalt offen. Das war im Jahr 2002. Inzwischen steht die Tür nicht mehr einen Spalt offen, sondern sperrangelweit. Betrachten wir nun einmal die Einwände, die ich bisher von Befürwortern der Nutzung von menschlichen Zelllinien bei der Impfstoffgewinnung gehört oder gelesen habe.
Es werden Millionen von Leben durch die Impfung gerettet. Auf den ersten Blick ist das ein berechtigter Einwand. Impfen rettet Leben, keine Frage. Ohne diese Impfungen wären Millionen von Menschen an Masern, Röteln, Mumps, Tollwut, Corona und so weiter gestorben. Das Problem ist jedoch, dass dieser Einwand voraussetzt, dass durch weitere Forschungen überhaupt gar kein anderer Impfstoff entwickelt worden wäre, der dann auf tierischen Zellen basiert. Aber es existieren zum Beispiel Impfstoffe, teilweise sogar für diese gleichen Krankheiten, die aus tierischen Zellen gewonnen werden. Wenn man weiter mit tierischen Zellen geforscht hätte, anstatt menschliche zu verwenden, dann hätte es für diese ganzen Krankheiten ein paar Jahre später ethisch unproblematische und vertretbare Impfstoffe gegeben. Dass Millionen von Leben durch diese ethisch problematischen Impfstoffe gerettet wurden, liegt also daran, dass Forschung und Produktion nicht großflächig auf ethisch unproblematische Impfstoffe umgestellt worden sind. Das ist keinesfalls der Verdienst dieser ethisch problematischen Impfstoffe. Weiterhin bezweifle ich die generelle Gültigkeit des Einwandes, selbst wenn die Rettung von Millionen von Leben direkt diesen ethisch problematischen Impfstoffen zugeschrieben werden kann. Denn wo ziehen wir hier eine rote Linie? Rechtfertigt die Rettung von Leben jede Handlung, die dafür notwendig ist? Egal ob verwerflich oder nicht? Der Zweck heiligt die Mittel? Bei der Impfstoffforschung wird bereits mit menschlichem Leben experimentiert. Tote Zellen teilen sich nicht mehr. Das ist lebendes menschliches Gewebe, mit dem weiterhin geforscht, experimentiert und Impfstoff produziert wird. Josef Mengele hat im Dritten Reich Experimente an lebenden KZ-Häftlingen durchgeführt. Hunderte von Opfern, die sind unter erbärmlichen Bedingungen gestorben. Die Ergebnisse der Forschung haben jedoch genauso Millionen von Menschen das Leben gerettet, vermutlich sogar bis in die heutige Zeit. Aber es würde niemand auf die Idee kommen, das ethische Totalversagen von Mengele gutzuheißen, nur weil die Zahl der geretteten Leben um so viel größer ist als die Zahl der Opfer. Ich will damit nicht sagen, dass die Forschung an menschlichen Zelllinien und die Mengele-Experimente ethisch auf der gleichen Stufe stehen. Die sind nicht gleich schlimm. Das ist definitiv nicht der Fall. Aber zwischen dem einen und dem anderen, wo zieht man die rote Linie? Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind die Versuchsobjekte Menschen, geschaffen als Gottes Bild. Auf der Mengele-Seite steht ganz klar abgrundtief böses Unrecht. Aber wenn ich mich von dort auf Experimente an menschlichen Zelllinien zubewege, dann überschreite ich irgendwo eine rote Linie. Und an dieser roten Linie wird Unrecht zu Recht? Das funktioniert so nicht. Wenn einer den Einwand bringt, dass Millionen von Leben gerettet worden sind, der muss auch begründete Kriterien bringen, wo man eine rote Linie zieht, was noch zulässig ist und was nicht mehr zulässig ist. Nächster Einwand. Wir verwenden ja auch bis heute noch die Erkenntnisse aus den Mengele-Experimenten. Das tun wir. Ganz viele medizinische Erkenntnisse, die heute noch verwendet werden, die beruhen auf den Mengele-Experimenten. Zum einen ist das ein erstklassiges Beispiel für Whataboutism. Da wird vermeintlich etwas falsch gemacht, also ist es generell okay, sowas zu machen. Aber liegt die Verwendung der Mengele-Erkenntnisse in der Medizin heute überhaupt in derselben Kategorie wie Forschung und Produktion mit embryonalen Zellen? Und da würde ich sagen, nein. Der Unterschied ist der, Erkenntnisse sind immer immateriell. Nehmen wir einmal an, wir würden jede Erkenntnis der Schulmedizin verwerfen, wenn eine einzige ihrer Vorerkenntnisse auf unethische Art und Weise gewonnen worden wäre. Egal ob durch Forschung an embryonalen Zellen oder durch die Mengele-Experimente oder noch weiter zurück, durch medizinische Experimente an Gefangenen und Sklaven im Mittelalter, in der Antike oder noch früher. Da würde nicht viel übrig bleiben von der heutigen Schulmedizin. Unethisch erlangte Kenntnisse sind nicht notwendigerweise unethische Kenntnisse. Die Handlungen, aus denen die Erkenntnisse ursprünglich gezogen wurden,
die können ganz scharf zu verurteilen sein. Aber diese Kenntnisse zu besitzen und zu benutzen, ist es nicht. Stellt euch einen Entführer vor. Der Polizeibeamte, der ihn verhört, der verwendet Foltermethoden, damit ihm das Versteck verraten wird. So einen Fall hatten wir ja. Und der Polizeibeamte ist zu Recht verurteilt worden. Aber ist es dann ethisch verwerflich, wenn man die Information benutzt, die er gewonnen hat, und dann hingeht und nachschaut, ob das Entführungsopfer in dem Versteck ist? Natürlich nicht. Und in genau diese Kategorie würde ich auch diese Fälle stellen, wenn ein Pharmaunternehmen in Forschung und Entwicklung menschliche Zelllinien verwendet, nicht aber bei der Produktion. Das ist zum Beispiel bei den beiden mRNA-Impfstoffen von Pfizer-BioNTech und Moderna der Fall. In der Forschung zu diesen beiden Impfstoffen wurden nach Angaben der Hersteller menschliche Zelllinien verwendet, aber in der Produktion nicht. Nächster Einwand. Die Zellen aus den Zelllinien sind andere Zellen als die aus der Abtreibung. Das ist ein Einwand, den hört man eigentlich schon fast am häufigsten. Die Zellen, die haben sich inzwischen millionenfach geteilt. Es ist nicht mehr das gleiche Gewebe, das aus dem abgetriebenen Baby entnommen wurde. Das ist ein sehr altes philosophisches Problem. Du hast deinen Stuhl. Irgendwann geht an diesem Stuhl die Armlehne kaputt und du ersetzt sie. Dann geht später irgendwann ein Bein kaputt und du ersetzt es. Dann ersetzt du das Polster und so weiter. Und irgendwann sind alle Teile ersetzt. Ist das dann noch derselbe Stuhl wie zu Beginn? Natürlich nicht. Aber wann hat er aufgehört, derselbe Stuhl zu sein? Keiner kann es sagen. Aber das ist letztendlich irrelevant. Denn es ist völlig klar, dass der Stuhl jetzt nicht mehr derselbe ist wie zu Beginn. Wenn man das Gewebe der Zelllinie ausschließlich als Material betrachtet, dann würde ich diesen Einwand also gelten lassen. Aber das Gewebe, das ist Teil von einem menschlichen Lebewesen. Wenn wir das gleiche Gedankenexperiment wie mit dem Stuhl gerade jetzt mit einem Menschen durchführen, was passiert dann? Schauen wir mal. Im menschlichen Körper werden im Schnitt alle 7 Jahre die kompletten Moleküle einmal ausgetauscht durch Nahrungsaufnahme, Stoffwechsel und so weiter. Aber die genaue Anzahl der Jahre spielt keine Rolle. Irgendwann ist dein Körper aus komplett anderen Molekülen zusammengesetzt als jetzt zur Zeit, in einigen Jahren. Wenn das passiert ist, bist du dann auch derselbe Mensch. Selbst der hartgesottenste Materialist hätte da Schwierigkeiten mit Nein zu antworten. Natürlich bist du dann auch derselbe Mensch, weil Menschsein nicht auf das Material zu reduzieren ist, aus dem wir bestehen. Die Zelllinien bestehen aus menschlichem Gewebe. Das ist ein Fakt, den bestreitet niemand. Und das Gewebe heißt menschliches Gewebe, weil es von einem Menschen stammt. Und wenn man dann fragt, ja von welchem Menschen, dann erhält man das Antwort ein Schulterzucken und ein aber garantiert nicht von diesem Embryo, aus dem das Ursprungsgewebe entnommen wurde. Das ist nicht überzeugend. Solange diejenigen, die diesen Einwand anbringen, keine Antwort liefern können, von welchem Menschen diese menschlichen Zellen stammen, dann kann man auch diesen Einwand verwerfen. Also Fazit, der schwierigste Teil von dem ganzen Video. Draußen wütet eine Pandemie und wenn man nur etwas an der Oberfläche der Impfstoffforschung kratzt, dann tun sich sofort Abgründe auf. Vor 20 Jahren hieß es, die Forschung mit menschlichen Zelllinien sei ein bioethischer Eiertanz. Und heute setzt die Bundesregierung auf einen Impfstoff, der mit menschlichen Zelllinien hergestellt wird. Wo diese Zelllinien in der Medizinforschung sonst noch alles eingesetzt werden, das ist praktisch unmöglich herauszufinden. Ich gehe aber davon aus, dass es nicht nur Impfstoffe betrifft, sondern viele, viele weitere Bereiche. Ändern wird sich nichts. Die Tür steht sperrangelweit auf. Und die geht so schnell nicht mehr zu. Das Problem totzuschweigen und so tun, als ob alles in Ordnung ist, das ist, denke ich, der falsche Weg. Und darum auch dieses Video heute mit einem anderen Thema als sonst. Aber deswegen die Impfung zu verweigern, das wäre noch viel verheerender.
Wenn das zu viele machen, dann sitzen wir noch ewig im Lockdown. Also was machen wir? Ich persönlich werde alles daran setzen, um eine BioNTech, Pfizer oder eine Moderna-Impfdosis zu erhalten, wo zumindest bei der Produktion der Impfdosen keine ethischen Bedenken bestehen. Was macht ihr? Lasst mich gerne wissen in den Kommentaren. Bleibt gesegnet und bis zum nächsten Mal.